Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Heute habe ich hier ein Rotorschloss und bei dem Schloss ist das so, da geht der Schnapper hier nicht. Das heißt also, wenn man hier weiter dreht, muss man einen Schraubendreher machen, dann geht das Teil nicht mehr. Gut, das ist ein 6592, da müssen wir mal gucken, wo dran das liegt. Und dazu müssen wir das Schloss mal eben einmal aufschrauben und dann gucken wir da mal eben rein, was damit los ist. So, dann machen wir eben hier den passenden Schlüssel nehmen. Oh, das ist er nicht. Cool, macht er hier. Ja. So, wir müssen das also hier einmal öffnen, das Schloss. Das Problem oder die Problematik daran ist eigentlich, dass hier vorne zwei Nieten sind. So, und die müssten wir jetzt eben einmal lösen, damit wir den Deckel öffnen können. Das mache ich mal eben fertig und dann gucken wir da gleich mal eben rein. So, was ist mit dem Schloss los? Hier kann man sehen, da ist ein Teil gebrochen. Wollen wir mal eben gucken, wo das Ganze herkommt. Also wenn wir das jetzt hier weiter drehen, sollte er jetzt das anheben und das macht er nicht mehr. Ist also das Teil weggebrochen, was den Schnapper da jetzt betätigt. So, das werden wir jetzt aber komplett auseinandernehmen und dann werden wir da einmal reingucken, wo die Ursache liegt. Der geht da noch. Und dass wir das eben gleich irgendwie beheben können. So, die Ursache ist ja, wie gesagt, hier ist das Teil weggebrochen. Das, was hier normalerweise hier drin steckt. Praktisch so. Und der drückt jetzt, wenn ich drehe, ist hier so ein kleiner Schieber dran. Weiß nicht, ob man den jetzt so richtig sehen kann. Also hier ist der. Und der läuft hier in diesem Kranz drin, drückt den hier gegen und macht praktisch dann das Teil auf. Das ist natürlich nicht mehr da. Das heißt also, weil er ja hier weggebrochen ist, und jetzt ist es so, dass ich kein neues Schloss habe, dass wir da auch kein neues so jetzt reinsetzen können. Und ich gehe jetzt bei und werde jetzt hier gleich ein Loch einbohren. Kommt dann eine kleine Schraube oder sowas rein, die dann, wenn das also die Position erreicht ist, dass er praktisch dann das da aufmacht. Eigentlich. Ja, macht er das schon fast so. Mal was gucken. Jetzt macht er das nicht. Gucken, warum das so ist. Ah ja. Weil dieses Teil sich da reinschiebt. Gut. Okay, dann wollen wir mal was anderes machen. Bevor wir da irgendwas bohren und reinbauen, nehme ich das mal raus. Gucken, ob wir das hier so rausbekommen. Ja, das Teil ist draußen. Das schmeißen wir jetzt einfach weg. Jetzt läuft der ja dagegen.
dass wir uns zumindest notdürftig behelfen können heute. Also mal diese kleinen Tücken, die da mal sind. So. Gut, jetzt haben wir hier einen Zustand, was also auch geht. Jetzt ist das Teil raus. Ich zeige das nochmal hier. Das ist dieses hier. Das ist also gebrochen. Das sitzt da nicht so zusammen. So, was ist die Position? Bis dann würde das noch gehen. Muss ich mal eben gleich gucken. Das heißt also, wir sehen, wenn ich das hier drücke, wie weit kann ich das drücken? Dass mir das jetzt alles durcheinander fliegt gleich. Ah gut, also ich kann das so weit drücken, dass der Schnapper hier komplett verschwindet. Das kann ich jetzt hier mit dem Teil nicht so. Das heißt also, ich werde das jetzt noch so verändern, das werde ich wahrscheinlich doch gleich noch reinmachen, dass, wenn ich das also praktisch hier betätige, dass der dementsprechend ganz weggeht. Gut, dann mache ich mich mal eben ran und dann gucken wir uns das gleich mal an. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt da hier eine Schraube reingedreht. Ich nehme das mal eben einmal raus. Mal gucken, ob das noch so geht. Ja. Das sieht dann von der Seite also praktisch so aus. Die habe ich auch an der Seite angefeilt, damit das in der Nut hier dreht. Also einfach nur reindrehen, das geht nicht. So, jetzt setzen wir das Ganze mal wieder rein, mal sehen, ob ich das wieder so hinkriege. Ich hatte das ja eben schon mal probiert. So, so ist das eingebaut. Mal eben gucken, was jetzt noch nicht richtig ganz. Jetzt. Ne, sonst, jetzt hat das nämlich Spiel, sonst wenn ich nur die Schraube reindrehe, hat das kein Spiel. Und wenn ich jetzt hier praktisch drehe, ich mach das mal eben so, dann kann man nämlich sehen, ich halte das mal eben noch so ein bisschen fest, dass der Schnapper dieser hier diesmal viel weiter reingeht, dass also damit die Tür öffnet. Ja, der ist also ganz, ist hier vorne ganz weg und dementsprechend geht das auch wieder retour. So, das heißt jetzt, das funktioniert, das Teil, was ich da jetzt ausgebaut habe, weiter drehen. So, das Teil, was ich also jetzt hier ausgebaut habe, was gebrochen ist, hier, habe ich jetzt praktisch durch diese Schraube ersetzt. Das schleife ich gleich hier runter, denn so kann ich das Schloss ja nicht zumachen. Ich brauche ja nur diese kleine Schraube, ist wie eine Madenschraube praktisch, die da jetzt drin steckt. Und dadurch ist das Schloss auf alle Fälle wieder funktionsfähig. Das heißt, ich bekomme die Tür heute wieder zu. Man kann dann in Ruhe ein neues Schloss bestellen. Das kann man dann machen. Oder man kann das jetzt testweise so machen, man lässt das einfach drin und guckt mal nach, wie lange das geht. Aber ich denke mal, wenn wir ja dieses kleine dünne Spritzkristall hier drin haben, dann ist die Frage, ob man nicht das auch dementsprechend also so machen kann. Ja, und ich will mal gucken, was steht denn hier drauf auf den Zahnrad. Kann man das lesen, wenn ich das mal ein bisschen sauber mache? 0730 steht da drauf. Das ist das Zahnrad praktisch von Roto. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus erstmal. Ich baue das jetzt wieder zusammen und dann ist es wieder funktionsfähig. Das kann ich dir gleich mal zeigen. Also das heißt, ich mache es eben zusammen, ich öle das noch ein bisschen. Und dann sollte das Schloss dementsprechend wieder schließen. Und das kann ich dann gleich nochmal eben zeigen. Also wichtig ist, dass der Schnapper hier rein und raus geht. Abschließend ist nicht unbedingt erwünscht, weil das eine Eingangstür ist mit einem, in einem Mehrfamilienhaus. Okay, ich mache das mal soweit fertig und dann gucken wir gleich mal eben. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ist jetzt hier abgeschliffen. Jetzt müssen wir das nochmal eben reinigen. Thank you.
So. Ja, jetzt können wir uns wieder an den Zusammenbau machen und ja, ein bisschen schmieren eben vorher noch. Und dann funktioniert das Ganze wieder. So, das habe ich das Ganze wieder zusammengebaut. Und wie gesagt, ich habe die kleine Schraube da reingesetzt in diesem Zahnrad, wo das weggebrochen war. Und man kann auch sehen, jetzt hier, der Schnapper geht hervorragend rein und raus. Also so kann man sich behelfen, beispielsweise wenn dieser kleine Ring gebrochen ist, dann ersetzt man das eben halt durch diese kleine Schraube, die ich da vorgesetzt habe. Aber da muss man aufpassen, man muss das vernünftig machen, weil das kann man ganz schnell verhauen. Also sollte wenn schon jemand machen, der da Ahnung von hat, nicht einfach drauf losmachen und losbohren. Das kann dann also daneben gehen. Okay, das war es jetzt mal von unserer Seite aus und dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.